Damit wieder ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us. In der letzten Folge sind wir ein bisschen hier spazieren gegangen, haben eine ganz angenehme Folge gehabt und sind hier vor dem Gebäude geendet und werden jetzt mal hier in das Gebäude reinkriechen, weil ich glaube, dass wir jetzt hier ein bisschen mehr Action haben. Wir sind immer noch quasi erstmal am looten und werden jetzt hier nochmal ein paar Sachen herstellen. Genau, sehr schön. So, damit wir hier nämlich wieder was mitnehmen können. Schön, schön, schön. Also wir munitionieren uns quasi jetzt in der letzten Folge und auch wahrscheinlich in dieser Folge erstmal weiter auf. Ja, und jetzt gehen wir erstmal ganz entspannt hier hoch und gucken mal, ob wir hier irgendwie was Überraschendes finden. An Klickern oder Runnern oder diesen etwas dickeren mutierten Mistviechern. Aber so wie es aussieht, ist das hier auch erstmal entspannt. Also, wie gesagt, ich habe nichts gegen entspannt. Entspannt finde ich persönlich aktuell sehr gut. Und daher freue ich mich drüber, dass wir hier so einen entspannten eine entspannte Aufnahme haben. Stream habe ich jetzt gerade nur gesagt, weil in der letzten Folge habe ich euch gefragt, ob ihr nochmal Bock hättet, solche Sachen mal gestreamt zu sehen und wir das dann im Nachgang vielleicht nochmal dann auf den Channel raufschmeißen. Natürlich ein bisschen in einer gecutten Version. Aber ich hätte schon Bock, irgendwie mal so ein bisschen zu streamen. So ein paar Aufnahmesessions. Why not? Ne? Da könnte man sich mal ein bisschen interagieren, ein bisschen mit dem Chat ein bisschen quatschen. Mit den paar Leuten, die dann eventuell zugucken und vielleicht dann da irgendwie mal drauf kommen. Why not? Why not? Aber wie gesagt, schreibt auf jeden Fall rein, ob ihr da selber drauf Bock hättet, mal einfach mit dabei zu sein. Oder auch nicht. Weil wir haben eventuell eine Kleinigkeit geplant für kommende Projekte. Und da würde sich das Ganze dann vielleicht auch gut äußern. Gut, wir haben jetzt hier wieder eine Werkbank. Werkbank heißt natürlich, wir könnten jetzt ein paar Sachen wieder aufmöbeln. Die Stadt ist noch voller Vorräte. Ja, ja. Ich bin auch gerade sehr begeistert darüber, dass wir hier so viel Loot finden. Finde ich cool. Cool. Hat aber auch wieder diesen leichten Nachgeschmack oder Beigeschmack, dass, wenn wir so viel finden, wie kurz vor einem Endboss-Szenario stehen. So nach dem Motto. Das wäre natürlich jetzt nicht so schön. Aber wir gucken mal. Wir werden uns jetzt mal angucken, was wir mit dem Bogen machen können. Weil ich würde mich liebend gerne den wunderbaren Bogen verbessern. Okay. Lass mich los! Kleiner Fixer, Alter. So, jetzt kriegt er erstmal fett aufs Maul. Oh Gott. Oh! Die haben sich aber angeschlossen. Okay. Wollen wir hier den hier rausholen? Komm, wir holen mal den hier raus. Ich habe dafür nur 3 Schuss. Ich weiß, dass du da bist. Ja, ich auch. Ich weiß, dass du auch hier bist. So, wollen wir mal gucken. Nein! Der hätte gesessen. Was bist du? Warum kann ich denn nicht so schnell? Du Ficker, Alter. So. Komm mal her hier. Na? Lebst du noch? Ja, ja. Fick dich doch selbst. Das war die falsche Antwort. Ich sag dir so, wie es ist. Das war leider the wrong answer. Du hättest jetzt auch einfach sagen können, ey, hör zu, tut mir leid. Genau. Das denke ich mir nämlich auch gerade so. Was zum Teufel, warum zwingt ihr mich, euch zu töten? So. Jetzt habt ihr mich aber ganz schön hier überrascht, Freunde. Um das mal wirklich noch so zu sagen, wie es ist. Ihr habt mich da echt böse, böse überrascht. Habt ihr dann wenigstens noch ein paar Sachen liegen lassen. Wie Munition. Genau. So, gibt's denn hier noch was? Das heißt aber auch, wenn die mich jetzt hier erwischt haben, dass sie wissen, dass ich hier bin. Die wissen, dass ich irgendwie hier am Start bin.
Hey, Melissa, ich lasse das hier, falls du dich noch entscheidest, uns zu begleiten. Wir werden das Versteck bei Tagesanbruch verlassen und weiterziehen. Ich habe die anderen so lange wie möglich hingehalten, aber mittlerweile wird Isaac nach uns suchen. Und wir können uns noch lebhaft an das Schicksal der letzten Deserteure erinnern. Wir wollen immer noch nach Süden gehen und nachsehen, ob diese Gerüchte stimmen. Vielleicht ist alles Blödsinn, aber hoffnungsvoller Blödsinn ist mir immer noch lieber als Isaacs Fanatismus jeden Tag. Denkt daran, wer wir waren. Die WLF hat uns aufgenommen, aber das sind nicht unsere Leute. Ich wünsche, du hättest das Stadion mit uns zusammen verlassen. Ich hoffe, du tust es noch. Yiso! Yiso war ja einer von den Deserteuren in der Liste. Dachtet ihr, ich wäre ein Wolf? Ach so. Könnte nützlich sein. Deswegen haben die uns angegriffen. Lol. Neuer Verbesserungszweig. Sprengstoff? Also. Sprengstoff finde ich ja immer awesome. Sprengpfeile? Ja. Sofort. Also, Sprengpfeile? Da sehe ich mich sowas von. Fertigt effektivere Sprengpfeilen an, die in größerem Umfang töten. Der Sprengrad ist plus 50. Ja, also, da ist gar keine Frage. Rezept Sprengpfeile freigeschaltet und ich kann gleich welche machen. Naja, dann. Ich brauche mehr Stuff. Okay, ich brauche mehr Stuff. Pillen, Stuff, alles. Alles, ich brauche alles. Noch mehr Film. Geil! Ja, Munition. Also, wir haben jetzt Sprengpfeile. Ich würde liebend gerne Sprengpfeile gleich mal ausprobieren. Und... Ja. Oh, ey, ich habe wirklich hier... Also hier habe ich gerade echt geil Loot für Munition und so. Das gefällt mir. Und das gefällt mir richtig gut. Und zwar richtig, richtig gut. So, hier haben wir nichts weiter. Wie gesagt, Sprengpfeile. Awesome! Wie kann ich denn... Also, gibt es die Möglichkeit, Munition vorsichtiger sein, auch zu wechseln? Und wenn ja, gibt es dafür eine schnelle Tastenkombi? So, warte mal. Wir nehmen jetzt mal vorsichtshalber den hier. Laden den mal ganz kurz nach. Auch wenn wir nur 3 Schuss haben. 3 Schuss ist besser als gar kein Schuss. Okay, hier kommen wir nicht rein. Da ist doch wieder im Umkehrschluss. Ich muss doch bestimmt hier raus. So, man kann doch jetzt hier rüber. Geil, dass die Splitter so weit gegangen sind, dass die Lampe den Schirm verloren hat. Was war das? Gerade noch jemanden hier gehört. So, noch mehr Loot. Kann ich mich echt hier wirklich richtig böse aufmunitionieren? Das ist so geil. Das ist so mega. Mega! Ich glaube, Muni ist, beziehungsweise ich glaube, dass der Bogen, also Pfeil und Bogen, glaube ich, dass der OP ist. Wenn er voll ausgestattet ist und auch mit kompletten Sprengen, Fallen, Sätzen, Spreng, also alles. Mega! Liebling, ich habe alles gepackt, aber die Fedra sitzt jetzt schon die Leute in Busse und ich habe keine Ahnung, wohin du verschwunden bist. Falls ich schon weg bin, wenn du wiederkommst, ich habe ein paar meiner Sachen im Safe gelassen. Vielleicht bin ich übervorsichtig, aber die Fedra beschlagnahmt alles Mögliche wegen der Quarantäne. Mir kommt das alles komisch vor. Die Kombination ist immer noch unser Hochzeitstag. Gut, das ist 30 Jahre her, aber du weißt noch bestimmt, du weißt doch bestimmt noch, wann das war, oder? Bis bald. In Liebe, Ellen. Ja, gut. Kombination ist der Hochzeitstag. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder irgendwie einen Hinweis finden. Mal halt erstmal hier die Tür auf. Keine Überraschung, sehr gut. Jetzt müssen wir hier einen Hinweis finden auf den Hochzeitstag. Lass mich raten, das steht hier bestimmt im Kalender. Kalender. Oktober. So, Anniversary. Der 8.10. vor 30 Jahren. So, ne? 8.10. Also
Entweder ist es 08. Achso, wir können ja mal hier gucken. Gesundheitsprüfung. Entweder ist es 08.10.13 oder 08.10. Vor 30 Jahren. 18. 83. So, dann lass uns doch mal gucken. Also, wir haben 08. 10. Und wir probieren mal 83 aus. Huch, so. Richtig. Was hast du für mich? Nice. Also, wir haben. Was ist das denn? Gut. Aha. Ausrüsten? So ein Waffenholster? Was kann ich damit jetzt machen? Kurzwaffenholster zum Anzeigen. Aha! Das ist ja mal geil! Voll? Ist wirklich voll? Ja, die ist wirklich voll. Ach, ich kann hier wieder einen Schalter anfertigen. Oder machen wir das doch mal? Kann ich denn hier auch wieder. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. So, was kann ich denn noch machen? Molly? Holen wir uns noch Molly vorsichtshalber? Mollys sind immer gut. Ist alles voll? Das kann ich mir. Warte mal, bei der hier kann ich mir das ja kaum vorstellen. Die ist auch voll? Lol, die ist auch voll. Okay. Das ist Kacke. Das ist jetzt große. Große, große Kacke. Okay, hier nach oben geht's nicht weiter. Okay. Damit dürften wir das Haus jetzt hier dann eigentlich auch durchhaben. Und dann gehen wir doch einfach mal zum nächsten. Also gut, die Leute, die wir jetzt da fertig gemacht haben, die waren anscheinend irgendwie da vor Ort. So, also wie Ellie schon sagt, so von wegen, haben wir jetzt gedacht, von wegen, sie sei jetzt von den Wolves. Und, surprise, surprise, sie ist es nicht. Ja, aber anstelle, dass sie irgendwie mal was sagen oder irgendwie was raushauen, nee. Ne, dann lassen sie sich erstmal von mir abschießen und der eine, ja, hätte ja auch noch sagen können, okay. nee, pass auf, hör zu, so und so. Ach. Was? Aber nein, er muss mich als Arschloch betiteln und muss sich dann eben halt, ja, damit begnügen, dass ich ihm dann mit dem Hammer eins über den Kopf ziehe. Sorry. So, safety first. Was ist denn hier los? Vorsicht, keine Mülltonnen auf Rampe. Ja, achso, ja, weil die Rampe dann runterfliegt, ist klar. Vorsicht, Rutschgefahr, auf Rampe. Also die Sicherheitshinweise sind auf jeden Fall da. So, den hier kann ich wieder mitnehmen, den wunderbaren Kanister. Jetzt ist die Frage, wofür brauche ich den? Der wird ja irgendwie einen Zweck haben. Ich gehe mal davon aus, ich muss entweder hier hoch. Oder da hoch. Weil, aber hier sind überall keine Löcher. Um da durchzukriechen. Na gut, nehmen wir erstmal die Wägelchen. Und ziehen ihn jetzt mal hier hoch. Na komm. Ach, oder muss ich da hin? Muss ich da irgendwie hoch? Weil da liegt ja was. Also, wir packen den jetzt erstmal hier hin. Was ist los? Bitte mal hier hoch. Nope. Ich gehe von aus, ich muss wahrscheinlich hier hoch, wa? So blöd, wie es klingt. Was ich nicht verstehe, ist, warum kann Ellie jetzt nicht hier hochklettern? Ja, also, wäre jetzt doch, ist doch jetzt kein Problem, sich da irgendwie hier ranzumachen. Und da hochzuklettern. Oder ist das irgendwie problematisch? Was ich jetzt eher als problematisch ansehe, ist, ich muss jetzt hier nämlich den Wegelchen wahrscheinlich dahin balancieren. Ja, komm. Und es so hinstellen, dass das Ding nicht runterrollt. Oder ich mach sowas. So, zack. Zack. Munition, Munition.
Ja, wow. Und jetzt weiter? Ja. Weiter komme ich nicht. Okay. Also ich kam jetzt hier hoch und allem drum und dran. Aber ich muss wahrscheinlich hier rein oder wie oder was oder wo. Wäre jetzt so meine Vermutung. Ah, pass auf. Ich muss hier die... Ja, okay. Verstanden. Ist ja mal gar nicht laut. Okay, gut. Ich hoffen bleiben. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Also ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, ich muss das Ding jetzt hier hinpacken. So. So, positioniert. Wo habe ich denn hier so hin? Jetzt los, los. Schnell dahin rennen. Nicht schlecht, oder? Das war doch jetzt mal... Komm, da kann ich auch mal selber sagen, das war doch mal richtig gut. So, weil ich muss nämlich wahrscheinlich hier rüber. Wäre jetzt so meine Vermutung. Okay. Jetzt kann ich doch bestimmt hier aufmachen. Genau. Hier auch. Genau. Perfekt. Wir können jetzt quasi hier hochrennen. Währenddessen werden wir uns mal hier mal mit Pfeil und Bogen ausrüsten. Weil ich wahrscheinlich hier auch wieder hoch muss. Oh oh. Das sieht doch schon wieder aus. Das ist das Krankenhaus. Fuck. Das ist auch super weit weg. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ey. Das ist ja nun wirklich noch super weit weg. So, was haben wir denn jetzt hier wieder ins Tagebuch geschrieben? Lesen. I think this is it. Watch for by red sign. Okay. Also ja, da hinten ist das Krankenhaus. Wir können uns ja mal den Spaß machen. Mit dem... Genau. Also da müssen wir hin. Das ist unser Ziel, das ist unsere Aufgabe. Währenddessen haben wir jetzt aber erstmal hier wieder noch so ein paar Zentren, wie das Seattle Conference Center. Zu 100%iger Sicherheit wird hier richtig Action drin sein. Dementsprechend werden wir jetzt für heute jetzt erstmal die Folge soweit beenden. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß bei einer weiteren Folge hier The Evil Within. Nee, wir sind ja bei Outlast. Nee, wir sind auch nicht bei Outlast. Wir sind bei Last of Us. Jetzt habe ich fast alle Teile durch, die ich irgendwie mal angezockt habe. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß bei The Last of Us. Und lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, abonniert unseren Channel. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen!